und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ja, ich mache heute noch mal ein Infos für euch und das hatte ich schon länger nicht mehr. Da werde ich auch ein paar Fragen aus den Kommentaren meines Aufgebrauch-Duft-Videos beantworten. Ja, und dann wollte ich noch mal so ein bisschen mit euch erzählen, ein bisschen rumquatschen. Schnappt euch ein Käffchen. Und ja. Also, ich habe ja schon in dem Aufgebraucht-Video am Anfang erzählt, ja, dass ich mit allem so ein bisschen hinterherhinke, videotechnisch, und das ist auch definitiv so. Also, es steht noch auf meiner Liste, dieses Kommoden-Video, also wie ich meine Düfte organisiere. Gut, dass ich das noch nicht gedreht habe, weil ich habe jetzt schon wieder alles umgeschmissen und anders sortiert, ja, damit ich mehr Platz habe. Ja, wie gesagt, trotz Kommode reicht das immer noch nicht irgendwie. Ich hatte neulich mal gezählt. Nochmal meine ganzen Bars gezählt, aber mit allen Backups und Weihnachtsdüften. Ich weiß, was war das? 192 oder 199? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube 192 Wachsbars habe ich hier liegen. So. Und mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Allein daran sieht man schon, wie bekloppt ich nach Sensi bin. Aber darüber habe ich ja auch schon ganz oft gesprochen. Das hat ja auch seine Gründe, ne? Ja, also ich finde, das sieht hier wieder ziemlich düster aus. Aber ihr habt mir ja schon mehrfach geschrieben, das ist nur mein Kamerabild, was das so einfängt. In Wahrheit bin ich nicht so düster. Ja, meine Werkel-Mädels, die sind mit Sicherheit schwer enttäuscht. Kann ich auch nachvollziehen, weil Ewigkeiten kein Werkel-Video mehr kam. Das hat auch ein paar Gründe. A, weil ich im Moment überhaupt nicht kreativ war und auch nicht so die Lust hatte. So, Mixed Media ist im Moment liegt brach, aber ich denke, da, ja, das ist auch ein Prozess und das ist auch ganz normal. Ich denke, das geht den meisten von euch auch so hin und wieder, dass man ja irgendwie keine Lust hat. Aber es ist nicht so, dass ich nix werke und haltet euch fest. Ich kann es selber kaum glauben. Ich bin im Kartenfieber. Also nicht hier Mixed Media Karten, sondern ich stempel hier wie eine Verrückte. Ich, die so gut wie gar nicht stempelt. Schuld daran ist dieses Stempelset hier. Ich bin total im Wahn mit diesem Stempelset hier. Ich finde das so unfassbar schön. Ich könnte mich dran halten mit Karten machen. Ich zeige euch jetzt mal so nur so ein paar. Da wird auch ein Video kommen. Und zwar kommt ein Video über die 3x3 Kärtchen. 3x3-Inch Kärtchen. Mit Umschlägen. Das ist der Umschlag. Ganz einfach die Innenseite auch noch mal ein bisschen. Ja, ich brauchte dringend mal so kleine Kärtchen, weil wenn ich mal eine Post verschicke oder sowas, meistens ich habe ja keine Karten hier oder für eine große ist das einfach dann too much. Und dann habe ich mir meistens so ein Schmierpapier, so ein Kopierpapier geholt und hab da was drauf geschmiert und Ende. Das finde ich aber total unpersönlich und deswegen habe ich
die 3x3-Kärtchen gemacht. Ich habe hier schon ganz viele. Die werde ich euch auch in dem Video zeigen. Ja, und dann habe ich halt ja, ganz unterschiedlich, ne? Solche habe ich auch noch gemacht. Hier waren die Briefumschläge, die hatte ich schon. Bei den weißen werde ich die Briefumschläge mit euch gemeinsam machen. Ne, von innen sieht so aus, das ist einfach nur eine Lage. Ja, dann habe ich die Form hier gemacht. Da waren auch die Umschläge schon fertig und innen drin sieht der Einleger halt so aus. Ne, für ein paar kurze Zeilen mal zu schreiben, weil wie gesagt, ich mit meinem stinknormalen Kopierpapier, ja, dann habe ich zwei in Minzmakrone und das ist halt, ne, das Stempelset hier, da habe ich mich auch total drin verliebt. Ich, ja. Ja, und dann habe ich solche noch. Da sieht das Innenleben dann so aus. Ja, ich gestalte auch, ne, das Innenleben. Stellt euch vor. Und wisst ihr was? Das macht Spaß ohne Ende. Ich könnte mich dran halten mit diesen beiden Stempelsets. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Das ist ja auch höchst ungewöhnlich für mich. Aber ich finde das total klasse. Ja, und dann habe ich, das hatte ich aber auch schon gezeigt, große Karten gemacht, damit ich mal was hier habe. Ne? Also hier, ne, das ist ja auch mit diesen, wie heißt es? Für alle Zeit. Ne? Da habe ich ganz verschiedene Farben. Dann habe ich, ne, dieses Stempelset. Simple, clean, ohne viel Schnickschnack. Ja, und dann habe ich mal ein paar Geburtstagskarten gemacht, weil ich hier nichts habe. Das sind solche. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, das hier sind die Stempel aus einem Weihnachtsset. So. Von innen sieht sie so aus. Und das hier ist der Hintergrundstempel aus dem Painted Poppy Set. Das hier. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, auf jeden Fall bin ich total happy. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe mir hier auch schon Aufleger, habe ich mal so ein bisschen rumgespielt. Das hier, ja, das ist so ziemlich in die Hose gegangen. Das ist ein bisschen arschdunkel, aber macht nichts. Dann die Farbkombi. Und da kann man ja spielen, wie man möchte. Und irgendwie, keine Ahnung, mit diesem Stempelset. Ich könnte, wie gesagt, mich dran halten. Dann habe ich mal so eine Variante. Finde ich auch cool. Hier in der Mitte dann den Spruch. Und hier nochmal in Grüntönen. Oh, ja, keine Ahnung. Es ist passiert. Ne, die Frau Ehlen werkelt Karten. Ohne Mixed Media 3D-Gedöne. Hätte ich auch nicht gedacht. Und solange diese Phase anhält, werde ich dann auch ausschöpfen in vollen Zügen. Wie gesagt, Video kommt von diesen kleinen Kärtchen, wie ich die mache, auch wie ihr den Umschlag machen könnt. Ich benutze dafür das Envelope Punch Board, das hat ja auch bald jeder. Aber ich guck mal, ob ich auch zeige, wie man die Umschläge macht ohne Punch das wollte ich euch noch voller Stolz mitteilen. Dann bin ich, ja, habe ich meine Terrasse. Ich liebe ja Licht. Na, so, und wenn das leuchtet, und dann habe ich, ja, mir eben noch mal ein paar Solarleuchten gekauft, in Bunt. Und ich habe so als
ja, als Grundstücksgrenze einen riesigen uralten Hagebuttenstrauch. So, und da habe ich dann verschiedene Lichter dran hängen in bunt, also bunte Glühbirnen und dann so Stäbe in bunt. Oh ja, habe ich mir noch. Normalerweise ist meine Sitzecke genau auf der anderen Seite von der Terrasse, weil da halt auch die Markise ist zum Ausfahren. Aber da ist kein Sichtschutz, da ist nichts, ne? Also da sitze ich komplett wie auf dem Präsentierteller. Und mich hat schon immer in diese Ecke gezogen, wo dieser riesen Strauch ist. So, ja, und da habe ich mir jetzt noch so einen kleinen Tisch, so einen kleinen Abstelltisch oder Beistelltisch gekauft. Und ja, ich liebe diese Ecke. Ich weiß nicht warum. Es zieht mich immer dahin. Und ja, das mache ich mir dann besonders hübsch. Oder ich mache es mir ja generell hübsch, aber gerade die Ecke da, ja, rausgehen kann man nicht, weil hier ist absolutes Aprilwetter, Sturm, Regen, Sonne, also alles. Und die Ecke, wie gesagt, wenn ich dran denke, ich verspreche hier nichts, wenn ich dran denke, blende ich nachher mal ein Foto ein. Aber da warte ich ja besser, bis es was dunkel ist, sonst seht ihr ja die ganzen Lichter nicht. Oh, ich glaube, so mache dann beantworte ich jetzt mal die Kommentare. Ah ja, und ich habe noch eine kleine Bitte. Ihr guckt ja wirklich fleißig, ganz, ganz fleißig meine Videos, was mich natürlich extrem freut. Viele geben auch ein Like, also Daumen nach oben. Es wäre so schön, wenn noch mehr Daumen nach oben kämen, weil das tut nicht weh. Oder Daumen nach unten, das ist mir auch egal. Aber je mehr Daumen nach oben sind, desto besser werden meine Videos angezeigt. Sprich, ihr unterstützt mich damit und ich sehe, wie die Videos bei euch ankommen. Ja, also, ja, ich sag ja nie irgendwie, lasst ein Abo da, macht einen Daumen hoch, in all den Jahren nicht, aber jetzt ist es soweit. Lasst gerne, einen Daumen hoch da, Logo, auch ein Abo, ganz klar, aber der Daumen hoch ist, ja, ist wichtig. So, jetzt gucke ich mal hier nach den Kommentaren. So. So. Genau, Julia Elisa. Elisa, ja, fragt mich, hallo Julia, ob ich Sugar kenne. Sugar ist damals irgendwie an mir vorbeigehüpft. Was mit einigen Sachen so passiert ist, warum auch immer. Aber es kommt ja wieder. Also von daher wird Sugar definitiv bei mir einziehen. Den brauche ich ja nicht vorher zu düfteln. Der kommt sofort in den Club. Also ja, Sugar. Sugar kommt. Er kommt zu mir. Dann fragt mich Sentimental Memory. Hallöchen. Ja, sie meint, sie ist so ein bisschen neidisch auf meinen Dumbo-Duft im Club. Wenn du da mal ein paar haben möchtest, melde dich gerne. Wie gesagt, das sage ich ja immer. Ich bin jetzt nicht jemand, der da dran festhält und nichts hergibt, weil warum? Ja, ich habe, wie ihr eben gehört habt, genügend Düfte hier.
Also wie gesagt, wenn du mal was willst, melde dich einfach. Ich glaube, ich verlinke hier unter dem Video nochmal meine E-Mail-Adresse. Schreib mich einfach an und gut ist. Ne? So. Okay, Moment, einer wartet noch. Ah, hier. Anja Heinze fragt mich. Hallo, Anja. Wenn ich so mein Aufgebraucht-Video zeige, ob da tatsächlich also tatsächlich komplette Bars sind, die ich in diesem Monat aufgebraucht habe, oder Reste. Zu 99,9% sind das komplette Bars. Weil, wie gesagt, alleine wenn ich hier oben schon. Nee, wie war das? Moment. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Moment. 6 sind immer drin, genau. Zwei komplette Bars verbrauche ich hier oben. Und unten 2, 4, 6, 8, 10. Also nochmal ein Dreiviertel. Also auch fast zwei Bars. Also drei Viertel Bars. Also fast vier Bars. Verdüftel ich, wenn ich das komplette Haus neu bestücke mit Düften. Also kannst du dir das ja ausrechnen. Ne? Manchmal habe ich eine komplette Etage in einem Duft oder das ganze Haus in einem Duft. Manchmal habe ich in jedem Raum einen anderen. Zum Beispiel im Moment. Ja, und dann brauche ich das halt so auf. Und dann hat sie mich noch gefragt, wenn ich. Nee, wie hat sie gefragt? Moment, ich muss mal gerade lesen. Julia Elysia Ward. So, sie hat mich gefragt, wenn du nur noch einen Duft verdüfteln dürftest, für welchen würdest du dich entscheiden? Ganz klar, Jammy Time. Da muss ich auch überhaupt nicht überlegen. Jammy Time ist mein absoluter Liebling. Schon ganz, ganz lange. Ich werde diesen Suff. 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 Ich werde diesen Duft auch nicht überdrüssig oder sowas. Ich habe ihn jetzt auch aktuell hier brennen. Gerade frisch reingemacht. Ich weiß, Jammy Time löst so tolle Gefühle in mir aus, weil der so. Ja, so schmeichlerisch ist und so zum Kuscheln und diese Lavendelnote da drin. Oh, Jammy Time ist genial. Und ich wasche ja auch mit Jammy Time, mit der kompletten Serie, meine Arbeitskleidung. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich auch von den Bewohnern angesprochen werde, was das ist, was da so gut an mir riecht. Also, ja, also Jammy Time ist es. Ja, dann werde ich tatsächlich, ich weiß noch nicht, ob ich das monatlich mache. Ich werde so 10 meiner Lieblingsdüfte, Video, meine 10 Lieblingsdüfte Video. Irgendwie so werde ich für euch drehen. Ein paar werden da mit Sicherheit immer gleich sein, weil das sind halt meine Basics und ja, das wird sich so schnell auch nicht ändern, ne?
Und der Rest sind halt, ja, was ich halt in dem Monat total gemocht habe. Ne? Das kann dann im nächsten Monat schon wieder anders sein. Ne? Dann ist man anders drauf oder man hat sich satt gedüftelt. Ja, oder die Nase nimmt die Dinge anders wahr. Ja, da muss ich mal gucken. Also irgendwie so habe ich das vor. Das wird auch noch diesen Monat starten. Und ja, ist schwer einerseits, ne? So meine Basic-Sachen nicht, weil das so wechselhaft bei mir ist. Und wenn man so viel Auswahl hat wie ich, das macht das Ganze auch nicht einfacher. Manchmal vergesse ich auch so. Mein Gott, du hast ja auch noch Tropical Tango oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob das euch vielleicht auch so geht, wenn man nur so einen kleineren Bestand hat. So habe ich ja auch angefangen. Da war hattest du halt mehr Übersicht. Ne? Aber jetzt mit so viel Wachs verliert man schon mal schnell den Durchblick und Überblick. Und ich bin jetzt niemand, also ich schreibe mir das jetzt nicht auf, ne? Was ich habe und wie viel ich davon habe. Also das mache ich nicht. Das ist mir auch viel zu viel Arbeit und das müsstest du ja immer aktualisieren und oh mein Gott, nee. Nee, nee, das mache ich nicht. Und aber ich gehe in regelmäßigen Abständen, gehe ich meinen Wachs durch und gucke und denke dann, oh, den hast du ja auch noch. Ja. Und dann verdüfte ich das. Wie gesagt, mein Kommodenvideo und dat, ne, von meinem anderen Regal, das kütt noch. Aber ich habe da ja jetzt schon wieder umgeräumt. Und das finde ich auch wesentlich besser, weil ich somit mehr Platz gewonnen habe. Aber das erzähle ich euch dann in dem Kommodenvideo. Ich weiß nicht, ob das diesen Monat noch kommt oder halt dann im Juni. Ich muss gucken, wie ich das hier zeitmäßig hinkriege. Ja, ansonsten habe ich nächste Woche dann mal einen Termin für den Sommerreifen drauf machen zu lassen. Ja, auch damit bin ich ein bisschen spät. Und ich muss zum Optiker. Ich brauche eine Sonnenbrille. Eine neue. Weil ich habe ja hier jetzt auch Gleitsicht und mit meiner alten Sonnenbrille, das geht gar nicht. Also ich sehe da kaum noch was. Also ja. Muss eine neue Sonnenbrille her. Und ich muss dann mal fragen, ich habe mit dir, war das Januar 20 oder Dezember 19? In irgendeinen diesen beiden Monaten habe ich mir hier die neue, ne, Brille, Gleitsichtbrille, gekauft. In Schwarz eigentlich. Aber das könnt ihr hier gut sehen. Da. Die verliert die Farbe und die fängt an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da kommt Rot durch. Und ich möchte alles haben, aber keine rote Brille. Und ja, das werde ich mal ein bisschen reklamieren. Ah, hier sieht man. Eigentlich. Ja, ich glaube so. Glaub, so könnt ihr jetzt sehen. Ja, dafür war das zu teuer und das möchte ich so nicht haben. Und da müssen wir dann mal drüber reden, weil ich habe eine schwarze Brille gekauft und keine rote. Und dass man die ja auch regelmäßig reinigen muss, putzen muss, ist ja wohl klar. Und wenn dann die Farbe da abgeht, beziehungsweise da so ein Rotton durchkommt, nein. Inakzeptabel, das möchte ich nicht. Ja, und Kontaktlinsen zum Beispiel kann ich keine tragen, weil ich so eine extreme Hornhautverkrümmung habe. Das geht nicht. Und ich habe
Seit ich 6 Jahre alt bin, trage ich Brille und ich glaube, ich würde mich auch total nackig finden, ohne Brille, weil ich das ja nicht anders gewöhnt bin. Tja, habe ich sonst noch was? Ja, im Juni habe ich noch mal Urlaub. 2 Wochen, yeah. ja, ich hoffe, dass man dann reisen kann, weil ich würde gerne hoch nach Flensburg. Und ja. Ah ja, wir warten ab. Wenn nicht, dann nicht. Dann mache ich mir hier zu Hause wieder schön. Das kann ich ja auch sehr gut. Also von daher ist halt alles gut. Von der Kommode hatte ich ja euch gesagt und auch im Vlog gezeigt. Ich habe ja noch eine zweite, die ins Gästezimmer soll, beziehungsweise da noch un ein nee, eingepackt steht. Und da tut sie halt immer noch, ne? Ich habe ja keinen Gast und somit ist kein Druck da und ja. Und jetzt steht sie. Und leider habe ich niemanden, der mir die aufbaut und ich habe im Moment überhaupt keine Lust dafür. Wirklich nicht. Ich weiß, ich nerv euch immer. Boah. Ja, ansonsten. Hab ich nicht wirklich viel zu erzählen. Was heißt nicht wirklich viel? Hallo, ich bin jetzt bald schon eine halbe Stunde wieder dran. Aber ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen. Nicht mehr. Ich habe heute im Übrigen, gut, wenn ihr das Video seht, heute ist Mittwoch. Heute habe ich frei, aber ich glaube, ich lade das hier für Freitag hoch. Samstag möchte ich endlich dann noch mal ein Werkel-Video hochladen, und zwar das von den 3x3-Inch-Kärtchen. Und ja, wenn ich das packe, kann ich ja mal hier meine 10 Favoriten. Monatlichen Favoriten, wie ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich werde auf jeden Fall heute auch, also heute Mittwoch, die Playlists überarbeiten. Und damit das für euch übersichtlicher ist. Also, wenn ihr das Video hier seht, sind die Playlists schon verändert. Und ja, also guckt dann da mal rein. Und ja, damit das einfach, dafür mache ich zu viele Duftvideos. Na, das kann ich schon nachvollziehen, dass das einfach auch zu unübersichtlich dann wird. Ja, also wie gesagt, guckt mal in die Playlist, ob das euch dann so gefällt und ob ihr damit besser zurechtkommt. Und denkt an die Däumchen nach oben. Dann fände ich total cool. Weil manchmal, also mich wundert das immer, ne? Dann sind da, was weiß ich, über 800 Klicks, aber nur 24 Daumen hoch. So, und wie gesagt, das tut nicht weh. Einfach klicken. Ist mir egal, ob rauf oder runter. Klick ist Klick. Also so sehe ich das. Und ja, das war's gewesen. Das wollte ich euch jetzt nochmal mitteilen. War ja auch länger kein Infos für euch. Und ja. Lasst euch gut gehen. Macht was Schönes. Gönnt euch was. Oh, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.